Turbine TV wird Ihnen präsentiert von der AOK Nordost, die Gesundheitskasse. Wie feierst du denn dein Weihnachtsfest zu Hause? Mit dir unterm Weihnachtsbaum. Das glaube ich nicht. Ich feiere zu Hause im Kreise meiner Familie und es ist immer ganz besonders für mich einfach im Jahr Weihnachten, weil ich nach Hause kann und halt alle sehe und alle nach Hause kommen. Und ja, ich freue mich schon sehr. Wir feiern auch an Heiligabend mit der Familie, einfach mit meinen Eltern und meinen Geschwistern zu Hause und dann am ersten und zweiten Weihnachtstag mit der größeren Familie, also Cousinen, Cousins, Tanten, Onkel. Na, was macht man so? Den Baum schmücken, gemeinsam essen mit der Familie, Geschenke verschenken, auspacken, ja, und dann sind das zwei, drei schöne Tage. Viel essen und unter den Baum tanzen. Ganz traditionell sitzen wir dann mit allen zusammen. Schönes Essen, familiäres, ja, Beisammensein. Und dann gibt es Bescherung und vorher gehen wir noch in die Kirche. Ja, also ganz klassisch, denke ich. Ganz klassisch mit der Familie zusammen am 24. abends zusammen unterm Tannenbaum und ja, Bescherung und Kartoffelsalat mit Ina. Wird dann gemeinsam gegessen, schmückt ihr den Tannenbaum oder was habt ihr da vor? Der Weihnachtsbaum wird schon einen Tag vorher geschmückt. An Heiligabend selbst gehen wir nachmittags in die Kirche und abends gibt es traditionell Raclette. Heiligabend Bandnudeln mit Lachs und Spinat in so einem Auflauf und dann am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es ein großes Menü mit Ente, Gans und Klößen, Rotkohl mit der ganzen Familie. Das muss der Trainer ja nicht wissen. Das muss er nicht wissen, aber ich glaube an Weihnachten ist das auch mal okay.